Leute gewesen. Da beißt keiner mehr auf den Faden ab. Und dann nagelt sich der Verein. Und dann nagelt sich der Verein den angeblichen Erfolg selber an die Brust. Das ist unmöglich, was die da abziehen. Die lassen uns komplett im Regen stehen. Wir haben die Aufmerksamkeit gehabt, nicht nur für den Diesel, auch für andere Probleme. Und von denen kommt nichts. Wir waren in Stuttgart direkt neben deren Büro. Es war zwar Wochenende, von einem Politiker, der das beruflich macht, ist nichts anderes zu erwarten. Wir hatten auch keine Abgeordneten da. Das ist schon mal ein schwaches Bild. Die müssen ja für ihre Wähler was tun. Das nennt man Volksnähe, sowas. Aber kein Mensch zu sehen. Der Bauernverband ist eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Naja, gut, kann vorkommen. Ne? Eine Sache habe ich noch und dann bin ich eigentlich auch durch. Wir haben ja die letzten Tage viel gesehen, was in Frankreich los war. Sowas wollen wir ja gar nicht. Wir halten uns an die Spielregeln und wir haben dazugelernt und wissen, was im Rahmen des Möglichen erlaubt ist. Nur eines müssen wir uns abgewöhnen. Das Ding mit der Ethik. Es gibt praktisch keine Demonstration oder Protest, wo kein Dritter unterleidet. Heute zum Beispiel leiden die Flugpassagiere. Wenn die Bahn streikt, sind da die Fahrgäste betroffen. Wenn die Kindergärten streiken, haben die Eltern die Arschkarte, auf Deutsch gesagt. Na, und wenn wir irgendwelche Leger blockieren, dann wird immer gesagt, das können wir den Verbrauchern nicht antun. Warum sollen wir auf den Dritten, den das trifft, Rücksicht nehmen, wenn die anderen das auch nicht tun? Richtig. Im Übrigen haben wir gestern auch noch dazu gelernt, wie man ganz elegant einen Rewe blockiert. Es war nur ein Treffpunkt. Wir standen da mit, weiß ich, 15 Treckern und haben gewartet. Und da hat uns zufällig eine Polizeistreife gegeben. Und die haben dann uns den Befehl gegeben, uns nicht von der Stelle zu bewegen. Das haben wir auch gemacht. Denn wir hätten ja die Ladezone freigemacht. Aber da mussten die Jungs die Palettentür über den Parkplatz schieben. Da konnten wir nichts für. Also man muss einfach nur lange genug irgendwo rumstehen. Irgendwann kümmert sich jemand um einen. So, ich bedanke mich für euer Erscheinen. Ich wollte eigentlich ganz anders anfangen. Also ihr seid ja nicht wegen mir gekommen. Ihr seid wegen unserer Sache hier. Und das ist auch gut so. Wir haben uns in Berlin gewünscht, dass wir noch mehr Leute auf die Straße kriegen. Nicht nur die Bauern und Spediteure, die da waren. Es muss eigentlich jeder arbeitende Berufszweig in Deutschland auf die Straße. Das hängt in Deutschland momentan so schief. Richtig! Wir haben in Berlin schon sehr viele Handwerker dabei gehabt. Die Spediteure waren da, die waren nur viel zu schnell wieder weg, genauso wie wir Bauern. Aber es muss alles, was irgendwie mit Pflege zu tun hat, alles mit dem Gesundheitswesen, die ganze Bildungsgeschichte, die ist so im Arsch bei uns, da muss notwendig was passieren. Das kann man nicht unbedingt der jetzigen Regierung alles ankreiden, aber seit die das machen, hat sich das potenziert, was hier schiefläuft. Also Werner, danke erstmal für deine Worte. Wir vergeben jetzt als Programmänderung erstmal das Mikrofon an Ministerin Staudte, weil im Parlament, hier im Länderparlament, geht es heute auch um Landwirtschaft und das soll und darf sie natürlich nicht verpassen. Wir empfehlen dann im Anschluss den Livestream dieser Veranstaltung, damit dann die Reden, die hier noch kommen, auch bei Ihnen ankommen. Ja, vielen Dank.
Also erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier einige Worte sprechen zu können. Ich bin auch nicht allein da, es sind eine ganze Reihe von Abgeordneten heute mit rausgekommen. Andere lassen sich entschuldigen, weil parallel jetzt auch noch Gremiensitzungen sind. Aber Sie können sich sicher sein, dass das, was hier heute diskutiert wird, auf jeden Fall bei allen im Parlament ankommt. Ich möchte mich bedanken, dass viele sich von Ihnen von so weit her auch auf den Weg gemacht haben. Wir haben heute Morgen schon Videos gesehen, wie man in Ostfriesland losgefahren ist. Und ich glaube, das macht eben deutlich, dass es Ihnen wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen ist, Ihre Forderungen hier heute an der richtigen Stelle zu platzieren. Und das möchte ich auch lobend erwähnen. Wir haben ja jede Menge von Protestformen in den letzten Wochen kennengelernt. Und Sie wissen auch, nicht alle haben jetzt unsere Zustimmung gefunden. So wie es heute hier abgelaufen ist, eine Protestfahrt, das Überreichen von konkreten Forderungen, eine Demonstration auch vor der richtigen Adresse, nicht vor einem Privathaus, auch nicht vor Medienhäusern etc. Ich finde, das ist hier wirklich ein sehr guter Ansatz. Und ich möchte auch wirklich betonen, das Forderungspapier, lieber Werner Koslowski, Werner für mehr Wertschätzung, das geht wirklich in die richtige Richtung. Sie haben sehr deutlich gemacht, gerade eben auch nochmal, Sie wollen eigentlich von Ihren Produkten leben können. Es geht nicht darum, auf Dauer eben eine staatliche Unterstützung zu brauchen, sondern Sie wollen faire Erzeugerpreise. Und das ist auch etwas, was wir von Seiten der Landesregierung wirklich unterstützen wollen. Es ist, glaube ich, für jeden wichtig, dass man von seiner Arbeit leben kann und dass die Produkte, die man herstellt, auch wirklich wertgeschätzt werden. Und das läuft natürlich bei uns vor allem auch über den Preis. Deswegen teile ich Ihre Forderungen, die in die Richtung gehen, dass eben die Rahmenbedingungen für unfaire Handelsbedingungen verschärft werden müssen. 2021 ist ja vom Bund erstmals die EU-Richtlinie, diese UTP-Richtlinie, umgesetzt worden in nationales Recht. Ich glaube, dass man da bislang nur die Spitze des Eisbergs erreicht. Da geht es um verderbliche Lebensmittel etc. Aber Forderungen wie kein Verkauf unter Produktionskosten finde ich absolut richtig. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir weiterkommen müssen, was das Kartellrecht angeht. Sie haben ja gerade auch schon die Situation angesprochen, die vier großen Lebensmitteleinzelhandel und die starke Marktposition der Molkereien, der Schlachtereien etc. Ich glaube, wir müssen wirklich genau hinschauen, an welcher Stelle wir die Verhandlungsposition der Erzeugerinnen unterstützen können. Wir haben zum Beispiel auf der Agrarministerkonferenz einen Antrag eingebracht zum Artikel 148 der gemeinsamen Marktordnung. Da geht es darum, dass die Milchbauern unterstützt werden, dass sie ein Recht darauf bekommen, schriftliche Verträge vorgelegt zu kriegen, dass sie darüber verhandeln können, dass sie wissen, zu welchen Preisen sie eigentlich im Moment ihre Milch abliefern, dass sie über die Laufzeit Bescheid wissen. Und ich wünsche mir sehr, dass auch von der heutigen Veranstaltung hier das Signal Richtung Bund ausgesendet wird, dass an diesem Thema weitergearbeitet werden soll. Der Bund ist dabei, einen Entwurf vorzulegen. Und ich glaube, das ist überfällig, dass wir in Deutschland hier das, was in allen anderen Branchen üblich ist, dass man schriftliche Verträge hat, dass man Vereinbarungen hat, an die sich alle zu halten haben, dass das auch zum Beispiel im Bereich der Milchwirtschaft gang und gäbe wird. Ich teile Ihre Kritik an der Ausweitung von Freihandelsabkommen. Ich glaube, wir haben sowieso schon eine sehr schwierige Situation mit unterschiedlichen Standards. Und wenn wir eben hier den Weg frei machen, um noch mehr Produkte ins Land zu holen, die eben unter ganz anderen Bedingungen hergestellt worden sind, dann setzt das die Landwirtschaft unnötig unter Druck. Ich weiß, dass dann immer abgewogen wird unter den unterschiedlichen Branchen, aber die Landwirtschaft darf dann nicht auf Dauer die leidtragende Branche sein. Sie haben jetzt gerade eben Kritik am Bauernverband geäußert. Ich glaube, insgesamt ist es schon unter den verschiedenen Verbänden der Landwirtschaft wichtig, dass sie auch den Schulterschluss suchen.
Ich möchte aber betonen, diese Strategie, die bis in den letzten Jahrzehnten gefahren worden ist, also man entsendet einen Landwirt in irgendein Aufsichtsratsgremium und der wird dann da schon dafür sorgen, dass die Preise in Ordnung sind. Da haben wir gesehen, dass diese Strategie nicht aufgeht. Deswegen müssen wir, glaube ich, über klarere Grenzen, wer vertritt hier eigentlich gerade welche Interessen sprechen. Und ich glaube, dass sie tatsächlich unter den Verbänden einfach auch den Dialog zu solchen Fragestellungen suchen sollten. Sie haben als einen Forderungspunkt auch das Thema Gentechnik. Das werden wir morgen im Landtag auch im Rahmen einer Aktuellen Stunde diskutieren. Heute ist das Thema ja im Europaparlament auf der Tagesordnung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn eben dahingehend abgestimmt wird, dass keine Aufweichung der bisherigen Regelungen ermöglicht werden. Ich glaube, es geht um Verbraucherschutz, es geht aber auch um Koexistenz. Und das, was wir alle nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass bislang eben Gentechnik nie genutzt wurde, um irgendwie den Welthunger zu beseitigen. Es gibt immer große Versprechungen, aber letztendlich geht es dann oft um Marktinteressen und dass das Thema Patentschutz sozusagen nicht geklärt ist, ist auch ein riesengroßes Problem. Saatgut muss frei zugänglich sein und es kann nicht angehen, dass wir uns hier in eine Situation manövrieren, wo die Erzeugerinnen und Erzeuger zum Schluss die Leidtragenden sind. Das Thema Agrardiesel ist jetzt zwar gerade eben nicht von Ihnen angesprochen worden, in dem Forderungspapier in der Einleitung ist es erwähnt. Das war natürlich der Auslöser und ich glaube, wir haben von Niedersachsen da wirklich ein deutliches Zeichen gesetzt, dass wir solche Übernachtentscheidungen nicht mittragen können, dass wir das kritisieren. Sie fordern zu Recht Planungssicherheit und das bedeutet gerade in einer Branche, die so, vor so viel Veränderungen steht, dass man eben nicht mit solchen Beschlüssen konfrontiert wird. Kosten entstehen, die dann eben auch nicht weitergereicht werden können. Und ich hoffe sehr, dass wir noch dazu kommen, dass die Übergangsfristen verlängert werden. Ich glaube, das ist jetzt so der realistische Rahmen, in dem wir uns bewegen, dass wir wirklich die Möglichkeit schaffen, dass die Branche, dass auch die Landindustrie sich auf diese Thematik einstellen kann, dass wir auch die Zeit haben, ein Konzept zu erarbeiten. Wir wissen ja alle, dass es nicht so einfach ist wie bei den Pkw, wo man einfach sagt, gut, da werden halt jetzt Elektroautos gebaut und gekauft, sondern dass es sehr viel vielseitiger sein wird in der Landtechnik, je nachdem, ob man Zugmaschinen zum Pflügen braucht, die wirklich viel Energie brauchen oder kleinere Maschinen hat, die nur auf dem Hof unterwegs sind, die vielleicht auch elektrifiziert werden können. Das braucht Zeit und wir setzen uns als Landesregierung dafür ein, dass Sie die als Branche auch bekommen. Aber es ist auch klar, natürlich muss die Landwirtschaft auch im Bereich der fossilen sozusagen neue Wege beschreiten und ja, alternative Antriebe in Zukunft umsetzen können. Ich glaube, dass auch für die Landwirtschaft eine große Chance darin liegt, unabhängiger zu werden. Sie haben es im Bereich der erneuerbaren Energien in vielen Bereichen, auf vielen Höfen schon geschafft, auf energieautark zu werden. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in Zukunft vielleicht auch das eine oder andere Gerät eben nicht mit teurem Diesel betanken müssen, sondern sich selbst versorgen können, dann ist das, glaube ich, eine gute Perspektive. Ich denke, gut, es gibt noch Diskussionsbedarf zu dieser Thematik, aber ich glaube, wir sind im guten Austausch. Wir sind im guten Austausch. Wir haben die Verbände in der Vergangenheit eingeladen. Wir haben eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Ich habe von Seiten der Freien Bauern auch gehört, dass sie diese Erklärung doch jetzt auch unterstützen. Wir werden für Ende des Monats nochmal ins Ministerium einladen, auch mit unserem Ministerpräsidenten und da weiter über solche strategischen Fragen auch sprechen. Also jetzt gehe ich da mal zwischen. Solche Aussagen, wo sämtliche Landtage gegen die diese Geschichte sind, wo von jedem
Bundesland gefordert wird, dass die kompromisslos zurückgenommen werden. Und dann solche Behauptungen, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern in Europa diese Nachteile schlucken sollen. Die Franzosen haben das jetzt gerade durchgeboxt, dass sie noch weniger zahlen müssen als vorher. Ja, EU war immer das heilige Kind in Deutschland. Und Deutschland hat das Problem, immer alles besser machen zu wollen wie die anderen Länder. Wir wollen ja nicht unbedingt besser sein. Wir wollen nur so sein wie die anderen auch. Das würde vollkommen reichen. Und diese. Nein, jetzt will ich. Also so viel. Und diese. Und dieser grüne ideologische Quark von Energiewende und diesen Zeit, wo jeder weiß, der in der Schule ein bisschen in Physik aufgepasst hat, dass das nicht aufgehen kann, dass die Vorhaben, jawohl, ne, das steht einem hier bis über den Kopf weg. Genau! Das hat mit vernünftiger Politik nichts mehr zu tun. Das ist reiner Idealismus, der keinen Hand und keinen Fuß hat. Richtig, ja, richtig! Geht anders und nicht auf den Rücken der Bevölkerung. Also, es ist völlig in Ordnung, dass Sie das nochmal so zum Ausdruck bringen. Ich möchte aber auch nochmal sagen, es geht uns allen doch um Dialog. Das heißt, es geht auch darum, auch die Position der anderen einmal anzuhören. Darum habe ich Sie gebeten. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zumindest am Anfang sehr aufmerksam zugehört haben. Ich gehe auch mal davon aus, dass Landschaft Verbindung, dass die Freien Bauern auch unserer Einladung folgen werden, um all diese vielen Fragen, die noch anstehen, wirklich zu diskutieren. Und ich würde mir wünschen, dass das tatsächlich auch immer in einem angemessenen Ton geschieht. Sie wünschen sich immer Wertschätzung von der Gesamtgesellschaft. Die Gesellschaft wünscht sich diese Wertschätzung auch von Ihnen. Und insofern hoffe ich auf einen angemessenen Dialog jetzt noch mit den weiteren Rednerinnen und Rednern. Also es kommt auf den Wald immer so wieder raus, wie man reinruft. Also, man sollte den Leuten in Berlin vielleicht mal erklären, was Dialog bedeutet. Wir haben versucht, mit denen zu reden und werden ignoriert. Genau! Und nicht nur wir. Alle oder viele Berufsstände in Deutschland werden ignoriert. Die Probleme. Wir sind rechts! Ja, also das Thema ist ja vom Tisch. Ja, rechts ist ja im Moment jeder, der eine normale Meinung hat. Na? Also. Wir brauchen jetzt diskutieren. Wir sind uns einig. Ja. Na, nur die Politik wir bezahlen ist gut. Sie! Wir bezahlen Sie! So. Ja? Erstmal vielen Dank an Ministerin Staudte, dass sie sich hat. Und wir haben ja noch ein bisschen Programm. Wir wollen das ja von unserer Seite auch ein bisschen aufgearbeitet haben und wollen unsere Punkte hier ganz klar nochmal vorstellen, worum es der Landwirtschaft geht. Und dem ländlichen Raum und dem Handwerk und allen diejenigen, die von diesen Maßnahmen, die da auf uns einstürzen, betroffen sind. Bedankt hat sich Werner schon selber, das war bei Werner, hat sich da auch bei dir auch schon einer bedankt. Werner, an dich nochmal unseren herzlichen Dank und an alle deine Mitstreiter. Freddy, Bert, Marina, ohne euch hier wäre da gar nichts gelaufen. So, dann haben wir im Grunde genommen jetzt so ein bisschen Programm aufzuarbeiten. Wir wollen diese Punkte, diese 10 Forderungen hier noch einmal ganz dezidiert aufgreifen. Also in den letzten 4 Wochen hatten wir sicherlich mediale Präsenz. Zum Teil leider aus völlig falschen Gründen. Also über gezielte und gefängte Aktionen hat man eigentlich versucht, uns in die radikale Ecke zu schieben. Unter vielen Journalisten scheint es unvorstellbar zu sein, dass man für seine Höfe, seine Familien, seinen Berufsstand und den gesamten ländlichen Raum einsteht, ohne radikal zu sein. An dieser Stelle möchte ich nochmals für uns alle in Anspruch nehmen, dass wir jederzeit auf demokratischem Boden unterwegs sind. Noch haben wir keine französischen Verhältnisse. Ich bin heute Morgen hier 5-mal nach dem Originalton gefragt worden und jedes Mal bin ich gefragt worden, Herr Mayer, distanzieren Sie sich.
Ich distanziere mich von Radikalen, aber ich distanziere mich in keinster Weise von irgendeinem Berufskollegen, dem irgendwo die Hutschnur platzt, weil er den Eindruck hat, er wird nicht gehört. Jawohl! Ein gängiges Modell in der heutigen Zeit ist eigentlich, wer nicht passt, warum auch immer, der wird ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung hat meines Erachtens im Laufe der Wochen jetzt dazu geführt, dass aus den Bauernprotesten eine Bewegung des ländlichen Raumes geworden ist. Jawohl. Mittelstand, Handwerker, alle mündigen Bürger, denen fällt schon noch auf, wenn irgendwo in der Grundstimmung etwas nicht stimmt oder etwas schief läuft. Und den Eindruck, den haben wir. Das hat nichts mit radikal zu tun. Meiner Meinung nach, und ich bin die letzten 4 Wochen und 6 Wochen viel unterwegs gewesen, steht der ländliche Raum geschlossen hinter uns. Ja. Richtig! Und eins darf auch nochmal gesagt werden. Ich sage einfach mal, wer sich da nicht drin fühlt, wohlfühlt in der Blase, ist nicht drin. Aber während in den Blasen der Schickeria und auch in den Blasen vieler Politiker und auch in den Blasen hipper Stadtteile in unseren Großstädten noch heile Welt gespielt wird, saufen wir, die den Kahn ziehen sollen, die Kilometer zurücklegen müssen, denen die CO2-Bepreisung und die Mauterhöhung und all diese Dinge auf die Füße fallen. Wir saufen ab, der gesamte Mittelstand läuft ab und wir haben hier keine Zeit mehr, noch lange nachzudenken, wie wir es verbessern können und wann wir E-Mobilität einführen. So ist die Forderungsliste, die zusammen von LSV und freien Bauern aufgestellt worden ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal eins sagen. Wir sind hier nicht die Spaltkeile. Wir sind jederzeit zu Gesprächen mit allen Verbänden bereit. Wenn ich hier nach nebenan gucke, in einem Parlament sitzen auch mehrere Parteien und die sind auch nicht immer aller Meinung. Ich verstehe überhaupt nicht den Anspruch, warum sich alle landwirtschaftlichen Verbände bei allem immer einig sein müssen. Den gibt es nicht. Und ich glaube eigentlich, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, in der Fläche, die Landvolkverbände vor Ort, die Kreislandvolkverbände, machen eine gute Beratung, eine gute Betreuung. Das Problem ist, dass der Fisch am Kopf stinkt. Ganz einfach. Unsere Forderungsliste, die wir jetzt nochmals vorstellen, die ist mitnichten begrenzt auf Agrardiesel und entbehrt auch jeglicher Vollständigkeit, weil sie einfach unendlich wäre. Aber sowohl LSV als auch die Freien Bauern haben entschieden, das Fass war vorher schon voll und jetzt ist es einfach übergelaufen. Täglich flattern uns Kostensteigerungen ins Haus, verursacht durch höhere Steuern für Maut, CO2-Bepreisung, Plastiksteuer, durch erhöhte Lieferkettenkosten, dazu noch horrende Energiekosten. Es geht einfach nicht mehr. Für mich sind die beiden Unworte des Jahres Transformation und Subvention. Trotz aller Versuche, aus der Steuererhöhung für Agrardiesel mit Framing und allerlei Tricks eine Subventionskürzung zu machen, es bleibt eine Steuererhöhung. Der Agrardiesel ist vorher mit 41,48 Cent im Grunde genommen über eine Rückzahlung zum Agrardiesel geworden und das sollen wir jetzt in Zukunft voll bezahlen. Genauso wie angelegte Sondervermögen Schulden bleiben und negatives Wachstum schrumpfen ist. Das bleibt so. Wenn in den letzten Wochen die Preise für alle möglichen Produkte steigen, dann nicht zuletzt auch durch eine Mauterhöhung von 83%. Das hört sich denn für einen Landwirt so an. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die erhöhten Kosten für Diesel und Maut an Sie weitergeben müssen. So heißt es jeden Tag im Moment. Wir kriegen Schweinemester Post vom Schlachthof. Ab 1.2. sehen wir uns gezwungen, pro 100 Kilo 3,90 Euro Lieferkettenkosten zu kassieren. Wem fällt dann die Maut auf die Füße? Dem Verbraucher? Nein, dem Landwirt. Da kommen tatsächlich politische Vertreter um die Ecke, die im Grunde genommen dieses Desaster mitverantworten und teilen uns mit, das sei gar nicht von uns allein zu tragen, auch die Transporteure aus dem Ausland müssten das ja zahlen. Geht's noch? Das hat das gleiche Niveau, wie wenn Bäcker aufhören, Brot zu backen, dass sie nicht insolvent gehen. In einer so hochentwickelten Gesellschaft wie der unseren, sollte es unter globalisierten Bedingungen möglich sein, eine vielfältige,
verteilt auf möglichst viele Familienbetriebe geführte Landwirtschaft zu erhalten. Das ist das Ziel von LSV und freien Bauern. Denn das bedeutet echte Resilienz. Und das bedeutet Ernährungssicherheit für unser Land. Dafür trägt die Politik die Verantwortung. Wir brauchen keine staatlich verordneten Ausbauziele für Märkte. Wir brauchen Leitplanken für einen globalisierten Markt, der uns erlaubt, auch hier flächendeckende Landwirtschaft zu erhalten, die in biogenen Kreisläufen erfolgreich arbeitet. Subventionen? Irgendwann wird hoffentlich selbst der letzte Politiker merken, dass wir von unserer Händearbeit leben wollen. Es muss Schluss sein mit der Bettelei um Bauernmilliarden, die hinterher irgendwelche Märkte überfordern. Wir Landwirte wollen nicht an irgendwelchen Tropfen hängen, die je nach Wohl und Wehe und der Kassenlage auf und zugedreht werden. Dafür ist der Agrardiesel das beste Beispiel. Die Kassen sind leer, dann drehen wir diesen Hahn doch mal zu. Gewerkschaften kämpfen täglich aktuell um steuerfreie Inflationsausgleiche. Der Landwirtschaft drückt man kurzerhand eine Steuererhöhung rein, die durchschlägt bis in jedes Portemonnaie. Transformation, das nächste Unwort. Transformation haben wir schon immer gemacht. Wir haben uns angepasst an Wetter, an Nachfrage, an Bedarf und auch an Bedürfnisse. Wenn etwas schiefgelaufen ist, das kann man in Büchern wunderbar nachlesen, kann man sich auf eins verlassen. Egal ob Butterberge, volle Tiefkühlhäuser oder einseitige Fruchtfolgen. Irgendwo wurde politisch eingegriffen, falsche Fördersignale wurden gegeben, abstruse Vorgaben wurden gemacht. Oder es wurde einfach nicht zu Ende gedacht, aus Richtung der EU, der Bundesregierung und leider auch aus Richtung von Landesregierung. Ein kleiner Tipp. Eine Kette lässt sich nicht schieben, auch eine Lieferkette nicht. Lieferketten müssen von der Nachfrage gezogen werden. Wenn die Landwirtschaft politisch verordnet 25% oder 30% umstellen soll auf Bio, wird als erstes es die erwischen, die diese Nische erfolgreich besetzt haben. Denn die Märkte werden geflutet und die Preise werden fallen. Damit sind wir beim nächsten Thema. Wir lassen uns nicht länger zwischen unserem föderalen System, also zwischen Bund und Land hin und her treiben. Dazu kommt dann noch die EU mit ihren Ideen. Spätestens dann laufen wir im Kreis. Nur verantwortlich sein will keiner mehr. Die Verantwortlichen zeigen immer auf den Nächsten. Das Aufzählen der gemeinsamen Werke dieser drei politischen Ebenen würde hier zu weit führen. Einige davon hören wir gleich beim Vorstellen der Forderungen, die Werner für uns in die vielen Landtage getragen hat. Und zwar für uns, die LSV und die freien Bauern und vielleicht auch für Landvolkverbände und Bauern, die irgendwie anders organisiert sind. Für uns alle, genauso. Genauso wie wir handfeste Demokraten sind, sind wir übrigens auch handfeste Europäer. Aber wenn wir eine Wirtschaft behalten wollen, dann müssen die Bedingungen gleich sein. Das fängt beim Mindestlohn an, hört über Standards für Produkte und deren Produktion auf. Sowohl sozial als auch ökologisch und ganz und gar auch ökonomisch. Dabei ist es egal, ob wir von Standards beim Bauen von Häusern oder Ställen reden oder über Tierschutzstandards. Ein gemeinsamer Markt kann nur funktionieren, wenn er gemeinsame Bedingungen hat. Eigentlich ist alles begründet in ursprünglich gekreierten Preisausgleichszahlungen, aus denen irgendwann mal irgendjemand Subventionen gemacht hat. Und dass Heerscharen von Bürokraten glauben, ihre Daseinsberechtigung darin zu bestehen, die Empfänger dieser Subventionen zusätzlich zu drangsalieren, denn sie bekommen ja das viele Geld. Das kranke Wort dafür ist Lenkungswirkung und Cross-Compliance. Das alles muss aufhören, sonst werden zukünftige Generationen gut ausgebildeter Landwirte mit Füßen abstimmen und die Betriebe verständlicherweise nicht mehr übernehmen. Lebensmittel, also Mittel zum Leben, müssen das kosten dürfen, was ihre Herstellung kostet. Sonst erhalten wir keinerlei Wertschätzung, weder wir noch unsere Produkte. Wenn die Herstellung der Lebensmittel durch politische Entscheidungen verteuert wird, kann es nicht auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen werden. Und genauso wenig über zusätzliche Steuern, die man dann den Verbrauchern überhilft und damit diese Verbraucher auch noch gegen die Landwirte aufbringt. Schon gar nicht gleichzeitig, wenn man gleichzeitig globalisierte Freihandelsabkommen auf einer anderen Welt vorantreibt. Dirk und Fred werden uns jetzt nochmal unsere Forderungen vorstellen. All diese Forderungen sind nicht mit Kosten verbunden, sondern ausschließlich mit politischem Willen. Dirk macht die ersten 5 Punkte, dann kommt Fred, der macht nochmal einen kleinen Ausflug in die letzten 14 Tage, wo er ja Werner zu großen Teilen begleitet hat, und macht dann auch noch die zweiten
5 Punkte. Und danach, wenn dann noch politisches Interesse besteht, können wir hier gerne noch das Forum öffnen für Landtagspolitiker oder freie Redner. Danke. So, nochmal von mir auch nochmal Moin, Hannover. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier der Reihe nach die 5 Punkte vorlesen und ein bisschen aufdröseln. Ein Teil davon hat Werner eben schon vorweggenommen. Ein Teil würde ich gerne aus der Rede von der Frau Ministerin aufgreifen, weil es halt gerade so schön passt. Sie hat selber angesprochen, dass wir mit dem Verbot unlauterer Handelspraktiken im Grunde eine Forderung aufrufen, mit der wir offene Türen einrennen. Sie hat dabei auch angesprochen, dass Teile davon seit 2021 EU-weit scharf geschaltet sind. Die Fälle, in denen dort eingegriffen wurde, weil nach der Definition gegen die UTP-Richtlinie verstoßen wurde, lässt sich tatsächlich an einer Hand abzählen. Es ist quasi ein stumpfer Papiertiger. Ihr müsst nicht klatschen, das geht auch ohne. Hier ist deutlich mehr Ernsthaftigkeit gefordert. Oft wird da auch sich hinter versteckt, dass es mit dem EU-Recht schwer vereinbar ist. Italien ist, soweit ich weiß, in derselben EU wie wir und da funktioniert das seit Jahren super. Kommen wir schon zum zweiten Punkt. Das ist einer, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Die Einführung einer verpflichtenden Herkunftslandkennzeichnung. Es kann nicht sein, dass wir Lebensmittel auf den Teller bekommen, die aus aller Welt importiert werden, was nicht per se schlecht ist. Aber ich möchte es gerne wissen und ohne großen Aufwand auch erfahren können. Ich kann aus osteuropäischer Milch an einem deutschen Molkereistandort eine Butter herstellen, die im Genusstauglichkeitskennzeichen, dieses kleine Oval, ein DE trägt, suggeriert, es ist deutsche Butter. Weiter ginge es sogar mit deutscher Markenbutter, wenn es in einem deutschen Labor zertifiziert ist, was ja dann lediglich an den festzustellenden Rückständen ist. Ein chinesischer Schweinefleischimporteur kann in einer deutschen Briefkastenfirma das Schweinefleisch umverpacken und dann trägt auch dieses Schweinefleisch ein DE. Das ist eine Frechheit und das ist eine Verarschung am Verbraucher. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar feststellen, dass auch ich als Bauer mich als Verbraucher betrachte. Weil ich mache Milch und ein bisschen Fleisch. Alles andere kaufe ich wie alle anderen auch im Laden. Auch den nächsten Punkt hat Minister Staudt schon angesprochen. Wir sind über die letzten Jahrzehnte immer nur die Restgeldempfänger. Jeder Verarbeiter, Händler, Transporteur in der Wertschöpfungskette greift sich das an Kosten ab, was er braucht, noch einen kleinen Taler obendrauf für seinen Aufwand und am Ende stehen wir und bekommen halt einfach das, was übrig bleibt. Ich nenne das nicht fair. In jeder anderen Branche ist es üblich, dass ich, bevor ich ein Produkt herstelle, am Ende weiß, was ich am Ende dafür bekomme. Das ist das Einzige, worauf dieser Punkt abzielt und das beschränkt sich übrigens nicht nur auf Milch. Sie hat ihn über den Artikel 148 explizit angesprochen. Das lässt sich übertragen auf alle anderen Produktionszweige auf. Dann kommen wir zum vierten Punkt mit der Entflechtung der Monopole. Wir haben zu Beginn der Corona-Krise gesehen, dass wir die Verkaufspreise für Schweinefleisch im Supermarkt in kurzer Zeit um über 50% gestiegen sind. In der gleichen Zeit sind die Erzeugerpreise für uns Bauern um 50% gefallen. Und das nicht, weil Tönnies in seinem Werk zweimal die Woche seine Mitarbeiter testen musste, sondern weil irgendjemand die Krise genutzt hat, um sich die Taschen voll zu stecken. Und wenn dann Aussagen kommen, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen als Gesellschaft zusammenstehen und im gleichen Abendzuge Edeka, Rewe, Lidl und Aldi Rekordgewinne melden, dann passt da irgendwas nicht. Lebensmittel müssen für den Verbraucher gar nicht teurer werden. Das wollen wir alle gar nicht. Es ist genug Spielraum in der Wertschöpfungskette, dass genug für alle da bleibt.
fünfte Punkt wäre der Abbruch der Verhandlungen mit Mercosur und Chile. Wenn wir hier auf Produktionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Medikamente, Fütterungsmittel verzichten sollen, weil sie negative Auswirkungen für uns Anwender, für mich als Konsument oder auch für unsere Umwelt mit sich bringen, dann verzichte ich da gerne drauf. Auch mir liegt es am Herzen, dass meine Kinder in Zukunft in einem heil und gesunden Land weiterleben können. Das erwarte ich aber auch von allem, was hier in unser Land kommt. Es kann nicht sein, dass wenn wir es hier machen, es ist gefährlich, wir müssen es nachlassen, aber wenn es von woanders herkommt, ist es nicht so wichtig. Ist der Schutz von uns Menschen, von unserer Umwelt wichtig oder ist er plötzlich egal, wenn es von woanders kommt? Von Württemberg hat sich 2021 was in Berlin gesagt, aber die versauen ja damit deren Umwelt und deren Biodiversität. Wir können uns hier nicht unter einer Glaskuppel verstecken und die Augen davor verschließen, was wir mit unserem Tun und Handeln in anderen Erdteilen auslösen. Wir haben einen Planeten und die Lunge des Planeten ist nicht hier bei uns, sie ist im Amazonas der Regenwald, so wird sie oft genannt. Wenn wir hier bei uns 2 Hektar Fläche stilllegen, müssen wir 5 Hektar Regenwald roden, um auf dieser Fläche die Lebensmittel erzeugen, die wir hier nicht mehr machen, weil wir hier lieber Fläche brach legen. Ich fordere auf die Politik. Kommen Sie endlich und machen Sie eine anständige Folgenabschätzung. Alles, was wir hier tun, hat Konsequenzen. Nicht unbedingt hier bei uns direkt, sondern auch an anderen Teilen. Der berühmte Flügelschlag des Schmetterlings, der einen Orkan auslöst. Kurt sagte, ich soll nachher noch einen Augenblick weitermachen, dann höre ich jetzt nämlich auf und gebe an Frerk weiter. Moin. Ja, Frerk Harsten, Landwirt aus Sachsen-Anhalt, bin heute stellvertretend für die freien Bauern hier. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was macht einer aus Sachsen-Anhalt hier in Niedersachsen bei uns? Genau, wir sind eure Nachbarn, aber es hat eigentlich nur einen einfacheren Grund. Alles hat angefangen am 7. Januar. Wir sind nach Berlin gefahren, haben knapp 2 Wochen da die Mahnwache hochgehalten, haben dabei Werner kennengelernt und aus lauter Langeweile haben wir dann ja das Projekt gestartet, Deutschlandtour. Da das auch ein bisschen auf meinen Mist mitgewachsen ist, blieb mir ja auch nichts anderes dabei über, einfach mitzufahren. Und jetzt stehe ich eben auch hier. Das bedeutet natürlich aber auch für mich, meine Familie, meinen Betrieb, genau einen Monat bin ich jetzt auf der Straße. Ich war jetzt in Summe 7 Tage zu Hause. Der Betrieb leidet, Familie leidet. Und man muss einfach mal auch der Politik klar machen, wir machen das nicht aus Spaß. Wir machen das für unsere verdammten Betriebe, weil wir daran hängen. Und wir sind auch nicht aus Spaß durch ganz Deutschland gefahren und haben diese Forderungen abgegeben. Denn es macht doch was aus, ob man eine Forderung per Post schickt oder unter 4 Augen oder 8 Augen oder noch mehr spricht. Und wir haben eigentlich aus fast allen Landtagen Rückendeckung bekommen. Und da sind wir beim nächsten Thema, oder wir kommen wieder zurück aufs Thema Agrardiesel. Bundesrat wurde verschoben, die Länder wollen uns helfen, aber versprochen haben sie uns viel. Und darum ist auch wirklich ein Punkt für mich, wir haben 4 Wochen gekämpft, wir können jetzt auch noch nicht aufhören. Aber wenn es im März losgeht, müssen wir die Politik daran erinnern, dass die Länder wirklich hinter uns stehen und dem Bundesrat auch einfach mal zeigen, dass sie da sind und ihre Meinung dann auch kundtun und dazu stehen. So, die letzten 10 Tage mit Werner waren eigentlich eine schöne Zeit. Natürlich ist das alles anstrengend, aber man lernt die Leute kennen. Es war ein super Team aus
wie vorhin schon erwähnt, Freddy, Marina und Werner. Ja, ich war auch da. So, kommen wir aber zu den Forderungen. Da eine Kleinigkeit vorweg. Irgendjemand hat stellvertretend gestern oder vorgestern in Lübeck die Forderung Herrn Lindner übergeben. Und dieser hat wortwörtlich gesagt, wir wollen euch Bauern nicht mehr Subventionen geben. Die wollen wir ja auch gar nicht haben. So kann ich oben nicht sagen. Ihr habt einfach jetzt die Forderung an die Hand bekommen und sie kosten kein Steuergeld. Und wenn er sparen will, dann soll er diese doch einfach umsetzen und diese helfen auch uns Landwirten. Und das muss man dann auch einfach mal klar machen. Ich hoffe, das geht in seinen Schädel. Mal gucken, was da noch kommt. So, ich mache mal bei den Forderungen weiter. Punkt 6. Auslauf der Zollfreiheit für ukrainische Agrarprodukte. Dazu hatte Werner schon mal gesagt, ich glaube, da brauche ich weiter nicht drauf eingehen. Oder möchtest du da noch was zu sagen, Kurt? Ja, ich finde eigentlich, man muss da rausarbeiten, dass sich das im ersten Moment ja grausam anhört. Wir haben in den letzten Tagen öfter mal von einem Professor Bahlmann gehört, der ökonomisch bewertet hat, ob wir das aushalten können, wenn wir den Agrardiesel nicht mehr haben. Der Herr Bahlmann ist einer von denen, der sitzt in einem Verwaltungsrat einer Holding in der Ukraine, die Zahlen schwanken so ein bisschen, aber um die 150.000 Hektar bewirtschaftet. Unser Landwirtschaftsminister, der Herr Özdemir, der hat irgendwann mal den Satz geprägt, ich bin ja quasi die Außenstelle der ukrainischen Landwirte. Also, wer sich mit der ukrainischen Landwirtschaft beschäftigt, der stellt fest, es gibt da wirklich viele Selbstversorger, die ganz arme Säue sind. Und denen muss auch geholfen werden. Aber der überwiegende Teil der Ukraine, der ist mittlerweile wie so ein zerrissenes Handtuch aufgeteilt worden zwischen Großinvestment, BlackRock und Konsorten, lassen grüßen. Und die produzieren zu ganz anderen Standards, wie wir hier. Die setzen Pflanzenschutzmittel ein, die sind hier seit 30 Jahren verboten. Und das dürfen sie auch, weil ihnen die Regierung das erlaubt. Und dann kann es nicht sein, dass wir die Schleusen aufmachen und fluten unsere Märkte mit Getreide, was ganz unter anderen Standards produziert worden ist. Das steht hinter der Forderung Auslaufen Zollfreiheit für ukrainische Agrarprodukte. Die können ja gerne exportieren, dann aber mit der Plombe am LKW und dann hier durch und irgendwo ins Schiff und meinetwegen auch dahin, wo man diese Ware haben will. Aber diese Ware kann nicht mit unserer Ware hier konkurrieren, weil sie eine andere Ware ist. So, sind wir bei siebtens. Vereinfachte Neufassung der Produktionsauflagen für Düngung, Pflanzenschutz und Nutztierhaltung nach den Maßgaben der guten fachlichen Praxis. Die Düngeverordnung basiert gerade auf komplett falschen Werten. Es wurden falsche Nitratwerte nach Brüssel gemeldet. Alle haben die Durchschnittswerte gemeldet, Deutschland die Höchstwerte. Darum basiert das auf einem vollkommenen Blödsinn und das gehört gestrichen. Nichts anderes. Kein Kompromiss. So, Bereich Pflanzenschutz. Von der Leyen hat gestern ein bisschen was angekündigt, dass die Reduktion gestrichen werden soll. Aber solange es nur ein Lippenbekenntnis ist, fordern wir das weiter. So, wir haben jahrelang nach den Maßgaben der guten fachlichen Praxis gearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch, was uns Landwirte alle ausgemacht hat. Wir haben immer zugesehen, dass wir unsere Böden und unsere Tiere im besten Zustand halten. Und na klar kommt die Wissenschaft immer wieder mit neuen Werten, wie wir was verbessern können. Aber es war auch einfach mal Fakt, dass vor 40 Jahren noch gesagt wurde, ein Mais braucht 400 Kilo N. Das wissen wir heute besser und danach wird auch gearbeitet. Und so sehen wir schon zu, dafür braucht es nicht immer Gesetze und Maßregelungen bis zum geht nicht mehr. Jetzt sind wir beim Bürokratieabbau und Bagatellgrenzen. Dafür haben wir hier noch ein bisschen was. Ein Ende muss auch die Zertifizierung Sucht und der krankhafte Kontrollwahn haben.
Wenn man den Umgang mit uns Landwirten betrachtet, werden wir alle 3 Tage von den Sentinel-Satelliten überflogen und eine KI schaut nach Auffälligkeiten. Jemand, der sowas macht, dem hätte man früher wegen einem manischen Kontrollzwang einen Besuch beim Psychiater empfohlen. Zu den Satelliten mal ein kleines Beispiel aus meinem Betrieb. Ich bewirtschafte ca. 1500 Hektar. Sachsen-Anhalt ist immer sehr Vorreiter, gerade was auch die App angeht, die schöne Foto-App. Wir haben letztes Jahr 2900 Bilder eingereicht, weil ein Satellit nicht unterscheiden kann, ob das Grünland verbrannt ist im Naturschutzgebiet oder ob es Weizen ist. So mussten wir im Naturschutzgebiet nachweisen, dass wirklich Grünland da ist. Und das ist nutzlose Arbeit, das geht überhaupt nicht. Es kostet Zeit, Geld und gerade die Zeit brauche ich für was anderes. So, 9. Verbot von Gentechnik und Laborfleisch und aller patentierten Verfahren, mit denen die Konzerne die Produktion unter ihre Kontrolle bringen wollen. Wir wollen weder Insektenfraß noch In-vitro-Fleisch auf unseren Tellern. Genau das sind die Wege, über die wir unsere Landwirtschaft abschaffen, weil uns die patentierten Verfahren der Industrie zur Produktion künstlicher Nahrungsmittel das Wasser abgraben. Am Ende landet die Nahrungsmittelproduktion in den Händen von wenigen Akteuren und dann sind wir genauso wie beim Lebensmitteleinzelhandel wieder an Monopole gebunden und die können machen mit uns, was sie wollen. Richtig. Zehntens, Abschuss von Wölfen an Weidezäunen, rechtssicher ermöglichen, Anpassung des Naturschutzrechts und Aufnahme in das Jagdrecht. Reicht eigentlich noch nicht, er braucht Jagdzeiten. Brandenburg hat mittlerweile mehr Wölfe als Schweden und in Schweden werden diese bejagt. Das sagt doch eigentlich schon alles. Und da ich genau am Grenzgebiet zu Brandenburg bin und selber auch genug Wölfe um mich herum habe. Eins muss man ja mal lassen. Ich habe dieses Jahr einen Antrag gestellt auf Wolfszäune. Dieser Antrag war der einfachste Antrag, den wir, glaube ich, jemals abgegeben haben. Es ist noch nie vorgekommen, dass mich die Behörde angerufen hat und gesagt, Mensch, Herr Arfsten, Sie haben ja ein falsches Kreuz gemacht. Innerhalb von einer Woche wurden mir 30.000 Euro überwiesen für einen eigentlich nutzlosen Wolfszaun, den eigentlich kein Mensch braucht, denn wir leben in einer Kulturlandschaft und der Wolf hat bei unseren Weidetieren nicht zu suchen. Und wenn wir da auch weiterspinnen, wenn ich meine Flächen oder Grünlandflächen, die zu 90% im Naturschutzgebiet sind, einzäune, dann mache ich dieses Naturschutzgebiet tot. Es bewegt sich dort kein Wildtier mehr. Und das widerspricht jeder naturschutzfachlichen Praxis. Also da beißt sich die Katze im Schwanz, das macht keinen Sinn. So, das sind die 10 Forderungen gewesen. Jetzt geben wir, glaube ich, weiter gern Politik. Ja. Vielen Dank. Wenn ihr uns mal wieder braucht, wir kommen wieder. War schön bei euch in Niedersachsen. So, ja. Marco, komm mal bei mir bei, sagte meine Großmutter. Komm mal bei uns bei und dann kannst du hier das Wort ergreifen. Ja, der Reihe nach dann. Ne, ich kann das wohl alleine. Lieber Kurt, lieber Freak, lieber Dirk und Werner, du bist auch noch torgläubig. Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und ich will einmal deutlich sagen, herzlichen Dank an Werner Koslowski, der war 3000 Kilometer beim Trecker unterwegs, hat 3 Wochen oder wie lange auch immer hinten in seiner Kiste geschlafen. Da muss man einfach mal drauf kommen, sowas zu tun. Und das ist auch ein Stück weit Ausdruck der Verzweiflung, dass man solch ein Opfer bringt, um seine politischen Forderungen ins Land zu tragen.
Werner, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank für deinen Einsatz. Das will ich dir von dieser Warte aus mit auf den Weg geben. Meine Damen und Herren, wir sehen seit Wochen, seit Monaten im Grunde Bauern- und Mittelstandsdemos und wir erleben einen großen Rückhalt in der Gesellschaft. Das ist ein gutes Zeichen und ich nehme das wahr, dass die Gesellschaft zunehmend verstanden hat, dass es eben nicht egal ist, ob sich ein Industrieland selber versorgen kann. Dass es nicht egal ist, ob wir sogenannte Ernährungssouveränität hinbekommen. Im letzten Jahr hat sogar die Münchner Sicherheitskonferenz davon gesprochen, dass die Fähigkeit eines Landes sich relevant ist. Und ich glaube, alle haben inzwischen verstanden, und das ist die Botschaft an die Politik, und so nehme ich sie auch wahr, dass Politik endlich die Leute mal lassen machen muss, dass die, die jeden Tag früh aufstehen, die dieses Land am Laufen halten, und dazu gehören eben alle, die hier auch heute auf dem Platz der Göttinger Sieben sind, dass sie einfach mal ihre Arbeit machen können und dass sie sich hier auf den Weg hierher gemacht haben, obwohl sie auch alle genug zu Hause zu tun haben, zeigt einmal mehr ganz deutlich auf, wie dringend ihr Anliegen ist, an die Politik zu tragen und hier Flagge zeigen. Ich will mich dafür nochmals bedanken. Meine Damen und Herren, mir ist das völlig klar und ich habe das vorhin auch schon einmal in Kurzausführung gehört. Es ist nicht nur der Agrardiesel, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Und was das Thema Agrardiesel angeht, und wir werden das morgen hier im Landtag übrigens ausführlich diskutieren, da erwarte ich selbstverständlich von allen Beteiligten nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern Taten, und das gilt natürlich auch für die niedersächsische Landesregierung. Die Abschaffung des Agrardiesels, die Geschichte gehört eingestampft, nicht nur verschoben. Solange das keine echten, realistischen und wettbewerbsfähigen Alternativen gibt, muss es so bleiben, wie es ist. Da sind wir völlig klar. Und wir erwarten, dass sich die Länder und Bundesrat stark machen und die Geschichte wieder einstampfen. Da gibt es einen guten Antrag von Bayern und Sachsen. Da kann man sich dranhängen. Und dann wäre die Sache im März gegessen. Wir werden das natürlich sehr genau beobachten. Und wie gesagt, morgen ist das auch hier die Debatte im Landtag. Meine Damen und Herren, ich will eins deutlich sagen, das habe ich vielleicht zu Anfang noch nicht mit auf den Weg gegeben. Marco Moormann, Landtagsabgeordneter und agrarpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Und ich will Ihnen hier deutlich sagen, wir als CDU haben in den letzten Jahren Fehler gemacht und wir haben Vertrauen verloren. Das weiß ich sehr wohl. Und dazu stehe ich hier auch und das will ich deutlich bekennen, dass wir uns in manchen Fragen nicht immer nur mit Ruhm bekleckert haben. Und deswegen bin ich auch in dieser Deutlichkeit unterwegs, um daran zu arbeiten, Tag für Tag das Vertrauen zurückzugewinnen, das wir an der einen oder anderen Stelle verloren haben. Ich bin mir über diese Diskussion im Klaren, aber diese Diskussion ist und diese Auseinandersetzung, die ist auch nicht ganz einfach. Ich habe jetzt gerade gestern Abend wieder was gesehen zum Thema Suhr. Ich glaube, das war im ZDF. Und meine Damen und Herren, auch mir geht es gefährlich gegen die Hutschnur, wenn denn nun wieder so getan wird, als wenn diese Verhinderung der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung Ausdruck von Fortschrittsverweigerung der klassischen und der integrierten Landwirtschaft wäre. Wenn man so tut, als wenn Bauern nicht alleine zu Hause aufgrund ihrer Ausbildung wirklich genau wüssten, wie man vernünftige Arbeit macht, wie man auch Biodiversität erhält, wie man Artenvielfalt erhält. Das geht, indem man zusammenarbeitet, indem man gemeinsame Konzepte entwickelt. Und das geht nicht ständig nur übers Ordnungsrecht und darüber, dass man flächendeckend Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbieten will. Und ich will hier einmal deutlich sagen, ich stehe deutlich zu den gut ausgebildeten Landwirten, die wir in Deutschland haben, bis hin zu Hochschulabschlüssen. Die Leute haben weltweit gesehen die allerbeste Ausbildung und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und dann müssen wir auch irgendwann mal sagen, wir vertrauen den Landwirten vor Ort, denn die wissen schon, was sie tun und was sie können, meine Damen und Herren. Und sie brauchen da keine Nachhilfe. Und ich will auch ein klares Bekenntnis abgeben dafür, dass wir eine funktionierende Landwirtschaft erhalten. Dazu gehört für mich eben auch eine funktionierende Tierhaltung. Die Wertschöpfung der Tierhaltung ist für uns in den Dörfern im ländlichen Raum, mit den vor- und den nachgelagerten Bereichen, wirklich wichtig. Und wir wollen keine weiteren Marktanteile verlieren, denn wir wissen, es macht weder ökonomisch noch ökologisch und schon gar nicht klimapolitisch Sinn, wenn wir weitere Produktion ins Ausland verlagern. Und ich habe hier gerade das Schild gesehen, zur Tierhaltung gehört auch die Weidetierhaltung. Ich freue mich, dass dieser Punkt heute schon benannt worden ist. Die Wolfsdichte in diesem Land, das ist nicht nur in Brandenburg so, das ist hier auch in Niedersachsen so, ist viel zu hoch. Der Schutzstatus muss runter. Die EU hat sehr klare Angebote gemacht.
Jetzt müssen auch Niedersachsen, aber auch die Bundesregierung in der Frage liefern. Wir müssen runter mit der Wolfsdichte und das geht nur am Ende mit einer regelhaften Bejagung. Ich will da hier ganz deutlich das Bekenntnis dazu angeben. Meine Damen und Herren, lasst uns, 5 Minuten sind gleich um, lasst uns gemeinsam dafür anpacken, dass wir immer wieder erklären, was moderne Landwirtschaft kann, wie gut unsere Produkte sind und wie wichtig das für die Dörfer ist, dass wir funktionierende Wertschöpfungsketten erhalten. Und lasst uns gemeinsam dafür anpacken, dass es wieder in den Familien heißt, Landwirt ist eigentlich der geilste Beruf auf dieser Welt und unsere Kinder sollen wieder Bock darauf haben, die Höfe weiterzumachen, Landwirtschaft zu betreiben und diesen tollen Beruf auch in die nächste Generation zu tragen. Gemeinsam packen wir an. Ich werde es tun und ich freue mich, wenn ich euch an unserer Seite habe für den Kampf für unsere Landwirtschaft. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Herzlichen Dank. Danke, Marco. So, wer wollte der Nächste sein? Frau Logemann. Ja, vielen Dank. Da will mich schon gleich jemand runterschubsen, bevor ich überhaupt hier bin. Karin Lungemann, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Und ja, das ist ein netter Empfang. Herzlichen Dank. Also ich glaube, dass wir hier in Niedersachsen klare Zeichen gesetzt haben. Klare Zeichen, die dafür sprechen, dass wir hinter der Landwirtschaft stehen. Es hat eine wunderbare Vereinbarung gegeben, unseres Ministerpräsidenten gemeinsam mit unserer Landwirtschaftsministerin zum Thema Agrardiesel und Kfz-Steuer. Und da werden wir uns natürlich dran orientieren und daran werden wir uns halten. Ich finde es ein tolles Engagement von Werner, die 3000 Kilometer, die er zurückgelegt hat, unterwegs viel erlebt hat, viele Menschen getroffen hat, mit vielen Menschen sprechen konnte in den unterschiedlichen Ländern unserer Bundesrepublik. Ein ganz, ganz wichtiges Zeichen und so auch hier heute das Ende in Hannover. Und in Hannover, seien Sie sich gewiss, auch mit unserem niedersächsischen Weg, wir sind hinter den Landwirten und Landwirtinnen und wir wissen, was ihnen fehlt und was sie brauchen. Sie erzeugen Lebensmittel, gute Lebensmittel und Sie haben gesagt, eben auch Werner, diese Lebensmittel, die müssen gut finanziert werden. Wir wollen gar keine Subvention, aber wir wollen von dem, was wir machen, wollen wir leben können. Und genau das ist das, was wir politisch unterstützen. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, es ist gut, dass die Landwirtschaft Flagge zeigt und dass sie sagt, wir sind da und man kann mit uns auch nicht machen, was man will und genug ist genug. Und von dem Hintergrund ist es gut, dass Sie hier sind, dass Sie Ihren Protest äußern. Und ich bin gerne dazu bereit, diesen Protest aufzugreifen und mitzunehmen. Ich bin in Gesprächen immer auch mit der Koslowski und vielen, vielen anderen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Miteinander sprechen, füreinander Verständnis haben und zuhören und umsetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Logemann. Also, wir formulieren das noch ein bisschen krasser. Nicht genug ist genug, sondern zu viel ist zu viel, war der Slogan. Ja, dann auch einen schönen Tag. Guten Tag erstmal von mir. Alfred Dannberg ist mein Name. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin von Beruf Landwirt und Lehrer. Ich komme vom Hof, bin von der AfD, bin der agrarpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion. Und vielen Dank erstmal für den freundlichen Empfang. Ausdrücklich vielen Dank an Vater und Sohn Koslowski dafür, dass wir hier Demokratie leben, dass jede Fraktion hier sprechen darf in diesem Moment. Das ist einfach etwas, was zum politischen Wettbewerb dazugehört und das haben wir auch alle verdient. Bevor es losgeht, einen herzlichen, großen Respekt auch an Familie Koslowski, dass diese Tour auf sich genommen wird. Das ist wirklich beeindruckend. Und ja, ich habe mich eben wiedererkannt bei dem, was gesagt worden ist. Die Fotogeschichte. Wir müssen jetzt schon unser eigenes Land fotografieren. Bei mir zu Hause, mein Betrieb hat den Schwerpunkt Grünland und Forst.
ist eine Schutzgebietsausweisung herbekommen. Ich habe mitten in mein Grünland in organischer Form ein NSG-Stückchen reingelegt bekommen, angeblich ein Flutrasen. Begründet ein Infrarot-Satellitenbild von 1989. Ich konnte leider keine Zeitreise machen, um das zu widerlegen, aber das ist das Niveau, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ja? So, dann. Erstens. Ich finde das spannend, das hier von oben sehen zu dürfen. Vor 3 Wochen war ich hier mit dem Trecker. Und das hat mir auch viel Freude gemacht und ich bin voll auf Ihrer, auf eurer Seite. Bin also auch mehrfach losgefahren, habe auf Brücken gestanden, habe die Touren, die Konvois mitgemacht, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Und ich habe auch kleine Kinder zu Hause. Ich möchte denen auch etwas für die Zukunft hinterlassen. Einen guten Betrieb in einem guten Umfeld. Und ich bin sehr froh, dass die wichtigen Forderungen hier eben nochmal in aller Deutlichkeit ausgelegt worden sind. Ich unterstütze die ausdrücklich. Ich darf Sie und euch alle von meiner Fraktion ganz herzlich grüßen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Landwirtschaft so in Deutschland, wie sie hier gewachsen ist, als ein kulturelles Eigentum von uns allen, als eine Kulturtechnik auch so erhalten bleibt. Wo kommen wir denn hin, wenn wir unsere eigenen Lebensmittel hier nicht mehr kostendeckend produzieren können? Was liefe denn dann falsch? Und das ist auch meine Frage an die schon länger hier Regierenden, die ja nun alle sich abgewechselt haben über lange Zeit und den Zustand so haben entstehen lassen, den wir hier heute sehen. Ich biete mich also herzlich an mit den Dingen. Ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen. In der Tat, wir haben jetzt Plenarphase. Es geht morgen zum Beispiel ums Thema Agrardiesel. Ich werde auch noch was sagen zum Thema Bauernproteste. Und mit dem Agrardiesel bin ich sehr gespannt. Wir haben ja nun am 22. März im Bundestag die finale, im Bundesrat die finale Abstimmung. Noch vorher wird von meiner Partei, von der AfD, ein Antrag zur zweiten Lesung im Bundestag behandelt, der genau dieses Abschmelzen der Agrardieselbeihilfe nicht möchte. Und noch vor dem 22. April haben alle Fraktionen im Bundestag die Chance, genau zu diesem Antrag Farbe zu bekennen, wie ernst sie es meinen mit der Sicherstellung der Agrardieselbeihilfe. Wir werden namentliche Abstimmung fordern. Der nächste Punkt. Ich habe ja nur begrenzt Zeit. Ich sehe 2 Minuten habe ich. Der nächste Punkt, den ich euch sagen möchte, ist das Thema Wolf. Auch der wird Freitag angesprochen werden. Der 1.1.24 ist ja nun durch. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, was Frau Lemke im Oktober in Berlin bei der Pressekonferenz verkündet hat. Man könne doch zu einer Schnellabschussregelung kommen. Sie wissen, ne? 1 Kilometer Radius, 21 Tage um den Rissort. Das könne ja zum 1.1.24 in Kraft sein. Die Länder müssten nur noch Rechtsverordnungen erlassen. Haben Sie was mitgekriegt von irgendwelchen erlassenen Rechtsverordnungen? Ich nicht. Jetzt ist es schon Februar. Ja? Ich habe nachgefragt schriftlich bei dieser Landesregierung, wann es denn nun so weit käme. Jetzt heißt es plötzlich, nee, eine Rechtsverordnung brauchen wir nicht. Diese Regeln sind ja quasi mit der Bekanntgabe schon in Kraft und es könne schon danach... Nein. Ich habe mit einem Schäfer in Uelzen gesprochen und mit einem dort sehr gut involvierten Berufsjäger. Ich sage, wisst ihr was davon, dass diese neuen Regeln gelten? Nein. So, worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Diese Wolfspolitik dieser Landesregierung ist eine einzige Katastrophe. Es ist ein Verschleiern, ein Hinhalten, ein Vertuschen, ein Ausweichen. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hot. Wir haben im Moment bei der Rissliste den Stand von über 4000 toten und verschollenen Weidetieren geknackt. Jetzt mit Anfang des Jahres, seit 2008. Wie kann es angehen? Und die AfD ist auf jeden Fall für den Erhalt der Weidetierhaltung, so wie wir das hier kennen, so wie sie sein muss. Meine herzliche Bitte ist, ich möchte die Zeit nicht überziehen, wenn die nächsten Wahlen kommen, fragt den oder die Politikerin, die ihr wählen wollt, ob sie mit einer Partei zusammenarbeiten werden in einer Koalition, die irgendwelche ökoideologischen Ideen unterstützt. Ich möchte keine Parteinamen nennen. Fragt sie das und trefft dann eure Entscheidung, wen ihr wählen wollt. Das war mein Schlusswort. Vielen Dank. So, haben wir noch mehr politische Statements? Stellt sich selbst vor, ne? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Pascal Edin, ich bin der Agrarsprecher der Grünen Landtagsfraktion. Und trotzdem stehe ich hier oben, weil wir miteinander reden müssen. Die Proteste in der Landwirtschaft, sie reißen
seit Wochen nicht ab. Noch immer, wir sehen es heute, versammeln sich viele Menschen, um darüber zu reden. Tut ihm bitte den Gefallen und lasst ihn einfach ausreden. Das hat, glaube ich, jeder verdient. Egal, wie wir dazu stehen oder nicht, aber gebt ihm bitte die Chance. Ihr könnt ja am Ende eure Meinung kundtun sonst. So. Die Verordnung und Auflagen, wir haben es heute gehört, sie sind mit der Zeit viel zu groß geworden. Sie passen mit dem Preis, den man am Ende bekommt, einfach nicht mehr zusammen. Und das ist ein wirklich großes Problem. Wir haben uns dieses Problem genau angeguckt und mit unzähligen Landwirtinnen und Landwirten auch aus der Praxis gesprochen. Und als Antwort auf diese drängenden Probleme haben wir und auch die CDU einen Antrag eingebracht, hier im Landtag, den wir morgen sprechen werden. Vor mir gerade hat Herr Damberg von der AfD gesprochen. Die AfD hat nicht einen Antrag dazu eingebracht. Ihnen ist es parlamentarisch, ist es Ihnen im Landtag egal. Innerhalb von einem Jahr und 4 Monaten hat Herr Damberg einen einzigen Antrag zum Thema Erdmann in Gras eingebracht. Das ist die Wahrheit hinter der Politik. Das wollte ich nur kurz einordnen. So. Kommen wir zum Antrag von der CDU. Es sind 2 Punkte da drin und die sind auch gute Punkte. Einmal geht es darum, dass wir eigentlich keine Kürzung haben wollen. Es gibt aber auch keinen Vorschlag, woher das Geld sonst kommen soll. Und zweitens finden Sie die neuen Kürzungen auch blöd. Das finde ich auch. Aber wir müssen doch zu einer Lösung kommen, miteinander reden können. Peru! Oder das Gegenfinanzieren. Peru! Wenn ich die Wahl zwischen einem Traktor und einem Porsche als G2 habe, entscheide ich mich doch für den Traktor und nicht für den Porsche. Wir könnten das Dienstwagenprivileg sofort anpacken. Wir könnten 1 Milliarde kürzen, da müssten wir gar nicht stehen. Außerdem ist das Instrument der Schuldenbremse total aus der Zeit gefallen. Das ist eine nachfolgende Generation, wenn sie keine Schulden hinterlassen, darf aber ein Land mit kaputten Brücken, Bahnschienen und einer Wirtschaft, die sich selbst nicht mehr halten kann. Das kann man niemandem erklären. Aber der Agrarhandel ist doch lange nicht mehr das Hauptproblem, das haben wir heute ausführlich gehört. Vom Agrar, die sie überleben können, läuft in dem System etwas ganz gewaltig schief. Und genau deswegen haben wir diesen Antrag auf den Weg gebracht. Wir wollen kleine Betriebe schützen und das Stigma des Wachstums oder Weiter endlich durchbrechen. Und auch wenn viele nicht hören wollen, das Wort dafür heißt Umverteilung. Lebensmittel Einzelhandelketten hin zur bäuerlichen Landwirtschaft. Denn wie so oft, genug Geld wäre eigentlich da. Junger Mann, welche Berufsausbildung bringst du mit? Allein lassen Sie mich doch ausreden. Alles gut. Allein die Schwarzgruppe, die Muttergesellschaft von Lidl, macht 422 Millionen Euro Umsatz. Und das jeden Tag. Die Landwirte haben keine Chance, gegen diese großen Ketten zu verhandeln. Deswegen wollen wir, dass das Kartellrecht weiterentwickelt wird und die Konzentration im Lebensmittel-Einzelhandel beendet und im Zweifel auch zerschlagen wird. Wer die bäuerliche Landwirtschaft erhalten möchte, muss einsehen, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Discounter drücken die Preise aber nicht nur, um die Gewinnmarge an sich zu erhöhen. Nein, sie benutzen Lebensmittel als Ramschware und locken mit billigem Fleisch und anderen Agrarprodukten die Leute in ihre Discounter. Und ich sage ganz deutlich, die Landwirte haben hart gearbeitet für diese Produkte. Lebensmittel müssen einen Wert haben. Deswegen dürfen diese Lebensmittel nicht länger unter dem Produktionspreis verkauft werden. Wir brauchen diese Mindestpreise, die über den Produktionskosten liegen. Und wir sind uns eigentlich auch einig, dass viele den Bezug zu Lebensmitteln mittlerweile verloren haben. Die Wertschätzung, die Produktion und auch die Nähe dazu war doch früher viel, viel größer. Jedes Jahr schmeißen wir um die 10 Millionen Tonnen Lebensmittel weg
und das wird doch nicht besser, wenn es Lockangebote mit Billigfleisch gibt. Wenn wir uns und auch den Landwirten helfen wollen, also ihnen, müssen wir das stoppen. Auch auf dem Bodenmarkt haben wir ein Problem mit steigenden Preisen. 2011 lag der Preis für einen Hektar landwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen bei rund 19.000 Euro. 2022 lag er bei 47.500 Euro. Die Kosten für diese Flächen haben sich mehr als verdoppelt. Branchenfremde Investitionen und Bodenspekulationen müssen aufhören, denn landwirtschaftliche Fläche gehört in bäuerliche Hand. Und dafür brauchen wir ein Agrarstrukturgesetz. Jetzt habe ich sehr ausführlich über die wirtschaftliche Situation gesprochen. Aber einen großen Punkt habe ich noch nicht angesprochen. Und das ist die Bürokratie. Die Bürokratie. Egal wo ich bin, immer fällt das Wort Bürokratie. Und ja, wir müssen Bürokratie auch abbauen. Landwirte wollen aufs Feld und nicht an den Schreibtisch. Aber der entscheidende Faktor ist nicht, dass wir Bürokratie abbauen wollen. Nein, der entscheidende Faktor ist, dass wir die Praxis damit einbinden und nicht Verwaltung sich selbst überlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landwirte, es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit, nicht nur die Symptome, sondern die Ursache der Probleme in der Landwirtschaft anzugehen. Wir haben die Botschaft gut verstanden. Und auch Ihre Botschaft heute. Sie müssen in Ihrer Partei die Ideologie abschaffen. Und wir werden nicht aufhören, so lange, bis wir ein nachhaltiges System etabliert haben, das die Landwirtschaft in Niedersachsen und darüber hinaus langfristig unterstützt. Und liebe Landwirte, auch wenn Sie es nicht hören wollen, viele Punkte, die heute vorgetragen wurden, stehen in diesem Antrag drin. Und das kommt von den Grünen und von der SPD. Vielen Dank. Nachhaltigkeit, möchte ich an dieser Stelle mal bemerken, ist ja eigentlich, das Wort ist in der Landwirtschaft bzw. in der Forstwirtschaft erfunden worden. Und wenn diese ganze abstruse CO2-Diskussion überhaupt einen Sinn macht, dann dürfen wir an dieser Stelle mal bemerken, dass die einzige Branche, die ihr CO2-Minderungsziel eingehalten hat und jetzt über eine Agrardieselsteuererhöhung dafür abgestraft werden soll, die Landwirtschaft ist. Deswegen will man das jetzt untereinander verrechnen. Richtig! Also, wir haben jetzt gleich, kommt Dirk nochmal und vorweg kommen hier Dirk seine Mitstreiter noch mit einem großen Banner, mit einer Idee, wie geht's denn jetzt ab weiter und wie verfahren wir bis zum 22. März, bis zur Bundesratssitzung und nicht, dass wir haben alle viel Arbeit, alle nach Hause fahren und sagen, das war's jetzt, da wollen die für sorgen. Hallo. Bombenstimmung hier, Mann und Mann. Ich glaube, wir sollten Werner fragen, ob der vielleicht noch zwei Figuren mehr Platz haben an seinem Trecker. Wie soll es weitergehen? Ich bin selber Landwirt, Andreas Ebel aus Wietzendorf, macht den LSV seit 2019, habe die Demos da mitorganisiert und bin heute natürlich auch hier. Mit dem Tross voll Trecker. Aber ich gucke auch aus dem Fenster nach meinen Feldern, da steht noch das blanke Wasser. Aber es kommt der Tag, da müssen wir wieder unserer Arbeit nachgehen und können hier nicht mehr nach Hannover fahren zur Demonstration oder auch bei uns im Heidekreis oder die anderen LSV-Gruppen in den anderen Kreisen. Und von daher brauchen wir eine schlanke Version, was wir machen können, um trotzdem präsent zu sein, um Demonstrationen vor Ort zu machen, so eine Art Flashmob. Und das läuft in einigen Kreisen schon recht erfolgreich und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, das hier einmal kurz vorzustellen. Ich habe das Plakat mal ausgedruckt. Sven, vielen Dank, dass du das noch rechtzeitig hergeschafft hast. Der Drucker klemmt heute Morgen noch. Roll das mal aus, weil in Deutschland ist es 11:05. Und genau das nehmen wir beim Wort. 11:05. Und wir werden uns in kleinen Gruppen treffen. Jeder zu Hause bei sich sucht sich eine Kreuzung aus und
dann muss Mutti halt noch ein bisschen warten mit dem Essen. Um 5.12 Uhr haben wir erst einen Termin. Und um 10 nach 12, dann können wir nach Hause fahren. Und macht das nicht kompliziert. Ob ihr vom Flügen kommt und direkt zur Kreuzung fahrt, verabredet euch mit eurem Nachbarn, mit dem Kumpel, mit dem Freund, mit 4 Treckern auf die Kreuzung. Und das Ziel, wenn wir ein Auto aufhalten, dann ist das Ziel schon erreicht. Es muss keine große Demonstration sein, dass wir da 50, weiß ich wie viele Leute da behindern. Aber in jedem Ort muss es stattfinden. In jeder Region. So eine Art Flashmob eben. Und das bringt dann auch wieder Aufmerksamkeit, sodass wir wahrgenommen werden. Ich bitte die Administratoren, dieses Bild in den Gruppen mitzuteilen. Wir haben die Möglichkeit, solche Banner zu drucken. Wenn man mir über dir das eventuell zuspielt, weil wenn man viel einkauft, ist das recht preiswert. Und die können wir dann auch in verschiedenen Größen drucken lassen. Wo kriegen wir die? Bei mir. Oder beim LSV hier. Das werden wir dann konzertiert in die Hand nehmen. Die gibt es in verschiedenen Größen, Bauzaumgröße. Dieses hier auch ein bisschen kleiner, sodass es auch ans Trecker ranpasst. Wie auch immer. Oder PKW, oder. Ich bitte euch, lasst euch nicht davon abschrecken. Weil dann steht man nur mit 4 Leuten auf der Kreuzung und denkt, oh Gott, so will ich nicht. Natürlich fahre ich gerne in der Demo mit 100 Treckern. Macht natürlich viel mehr her. Aber hier im Rhein ist es, und das müssen die Admins auch noch in die Hand nehmen, in jedem Landkreis eine Gruppe bilden, wo nur diese Bilder reingeteilt werden aus diesen Kreuzungen. Die wir dann hinterher bei TikTok und bei Instagram, bei Facebook posten können, damit die auch eine Außenwirkung haben. Weil WhatsApp ist ja nur eine Blase, da bespielen wir uns ja nur gegenseitig. Ich bitte euch alle, das mitzumachen und mit voranzutragen. In ein paar Landkreisen hier läuft das schon und ich bin zufrieden, wenn das in ganz Niedersachsen am besten bundesweit läuft. Vielen Dank. Danke für die Idee. Wir sind für alle Ideen offen. Ich finde es schon mal ein Stück weit besser, wie mein Trecker die Hofeinfahrt mit Rundumleuchten zu stellen. Das fand ich dann doch ein bisschen abstrus. So, dann hatten wir einen Bäcker. Ist der hier? Der will nicht mehr. Einen Bäcker hatten wir ja hier. Den würde ich gerne mal, wenn er noch in der Nähe ist. Der wollte gerne zum Thema Backen mit Weizen oder Getreide von Flächen, die mangelernährt sind, wollte der ein bisschen was sagen. Das ist der Herr. Das sieht man hier nicht an, ganz ehrlich. Hallo, Bäcker! Mein Name ist Timo Schadi, der ein oder andere kennt mich vielleicht entweder von meinem Social-Media-Kanal oder vom größten Flutprojekt in Deutschland, was leider zu Baustoffspenden in NRW, wir haben dem Ahrtal und Nordrhein-Westfalen geholfen. Werner war gestern bei uns und danke, dass ihr heute alle hier seid. Also ich bin kein Bauer, aber ich bin trotzdem Bauer und ich frage mich, wie geht's euch? Und eine Frage, wer ist auch kein Landwirt? Zeigt doch mal gerade kurz auf. Also, auch danke, die alle, die keine Landwirte sind und hier sind. Und das ist auch das, auf das es in den nächsten Wochen und Monaten ankommt. Denn die Landwirte, die müssen wieder aufs Feld auf. Und jetzt müssen wir die normale Bevölkerung erreichen, den Mittelstand, die kleinen Firmen, die großen Firmen, dass jeder mit auf die Straße geht, dass dieser Protest nicht aufhört, dass der weitergeht, dass man das hört, bis nach Berlin, weil so geht es einfach nicht weiter. Also ich danke Werner und allen Veranstaltern, die hier waren und alle, die draußen sind. Es gibt viele Social-Media-Kanäle, die berichten. Leider berichtet die Presse momentan sehr, sehr wenig in Deutschland. Heute sind einige Pressevertreter hier. Vielen Dank dafür. Ja, warte erstmal, was sie berichten, kommt von unten. Das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, das ist die vierte Gewalt. Sie soll gut berichten über die Proteste, die da sind. Und wir sind froh über jeden, der das tut. Aber ansonsten gibt es auch ganz, ganz viele Social-Media-Kanäle, die draußen unterwegs sind. Teilt diese Beiträge, egal von welchem Kanal, damit die Botschaft nach außen kommt. Vielen Dank und euch noch eine schöne Veranstaltung. Ciao. Habt das gehört? Teilen, verbreiten. Ja, danke dafür. Leiden, ja, also im Grunde genommen haben wir hier, Dirk und ich hatten heute schon einige Möglichkeiten, mal sogenannte Originaltöne
vor Kamerateams zum Besten zu geben. Und eigentlich fiel wieder eines auf. Distanzieren Sie sich, war immer die zweite Frage. Wir distanzieren uns nicht von gar nichts. Wir sind nicht radikal und wir brauchen uns von nichts distanzieren. Und wenn der eine oder andere da mal übers Ziel hinausgeschossen ist, mit dem Fuder Mist oder sonst was, dann ist dem sicherlich der Kragen geplatzt. Deswegen muss ich ihn noch lange nicht distanzieren. Das will ich gerne dafür immer feststellen. Wir wollen auch nicht als Spaltkeil fungieren, das hat man eben gesehen. Auf diesem Banner war eben das Landvolkssymbol mit drauf. Wir haben das ja schon festgestellt, in der Fläche funktioniert es eigentlich. Der Tisch stinkt vielleicht in Berlin oder wo auch immer, im Präsidium. Und das möchten wir hier auch gerne auch nochmal ganz klar sagen. Darum geht es hier nicht. Gemeinsam sind wir stark. Jetzt übergebe ich das Wort an Dirk, der kann nochmal eben zu den Politikerstimmen. Wir können die jetzt ja mit ihren Aussagen annageln. Das wird Dirk jetzt eben tun. Ja, danke Gott, danke Hannover, dass ihr mir nochmal zuhören mögt. Einmal eben eine kurze Meldung an die Uniformierten. 16 Uhr schaffen wir nicht, es wird ein Augenblick später. Wir haben auch später angefangen und das war nicht unsere Schuld, ich bitte um Verständnis. Korn hatte eben gesagt, es war auch häufiger die Aussage, dass noch viele Teile der Bevölkerung hinter uns stehen und auch mit den Originaltönen bin auch ich das öfter gefragt worden, wie wir das sehen. Wenn wir jetzt durch weitere Aktionen und gelegentliches Nadelstiche setzen an irgendwelchen Punkten, dann vielleicht noch 5% Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Wenn ich die letzten Zahlen und Umfragewerte mir vor Augen führe, dann waren es neulich noch, vor ein paar Tagen noch irgendwo über 90%, die unsere Proteste und unsere Anliegen angemessen finden. Wenn wir davon 5% verlieren, dann haben wir noch mehr als doppelt so viel Rückhalt in der Bevölkerung wie die Ampel. Und jetzt kommt mir die dankbare Aufgabe zuteil, ich darf nach den Politikern sprechen. Ich glaube, Sie sind, ja, der Letzte ist gerade gegangen. Wir haben es ja im Stream, Sie können es ja gerne nochmal anhören. Einmal zu Herrn Dannenberg. Sagte er, war vor 3 Wochen selber hier mit dem Trecker. Und es hat ihm Freude bereitet. Wenn ihm was Freude bereitet, glaube ich nicht, dass er den Ernst der Lage verstanden hat. Wir machen das nicht aus Spaß, wir machen das, weil uns der Arsch aufs Grundeis geht. Und eine Abgeordnete, die macht vielleicht ein bisschen schmerzfrei. Richtung Frau Mogelmann, auch Ministerin Staudte hat es erwähnt. Unsere gemeinsame Erklärung mit dem Ministerpräsidenten jetzt als klares Zeichen bezeichnet, dass sie hinter uns stehen. Der Ministerpräsident Weil hat bei unserem Termin unmissverständlich klargemacht, dass er der Abschaffung der Steuerrückerstattung nicht zustimmen kann. Jetzt ist es von der Tagesordnung im Bundesrat. Einige Länder haben eine Initiative eingebracht, dass es ganz gestrichen wird. Und einige andere Länder, darunter Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und ich glaube Baden-Württemberg, grün geführt, haben es streichen lassen, weil denen die übliche 4 Wochen Befassungsfrist abhanden gekommen ist. Es war einfach nur eine Formalie. Dagegen, dass es generell befasst wird, haben sie plötzlich keine Einwände mehr. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und Moment, das sollten Sie vielleicht nochmal dringend in Ihre Fraktion tragen. Wir haben euch im Auge und wir achten sehr genau darauf, ob das Lippenbekenntnisse waren oder ob der Ministerpräsident zu seinen Worten steht. Und auch zu Marco Maumann muss ich noch einmal kommen. Er sprach die Suhr an, sie ist jetzt vom Tisch. Viele haben sich gefreut. Ich habe die Meldung gelesen und der letzte Satz, den Frau von der Leyen von sich gegeben hat. Die Kommission wird einen weitaus besser ausgearbeiteten Vorschlag vorlegen. Heißt, es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer wie die ursprüngliche Fassung. Das ist kein Grund zur Freude, sondern einfach nur Fassungslosigkeit in der Befürchtung, was da jetzt auf uns zukommt. Dann sagte er, man soll es einfach mal machen lassen. Das möchte ich tatsächlich nicht so uneingeschränkt unterschreiben. Ich bin Freund von klaren Regeln. Wir brauchen Regeln, an die sich jeder zu halten hat. Aber diese Regeln müssen für jeden nachvollziehbar sein. Stichwort gute fachliche Praxis.
Wer mich kennt, weiß, dass ich in der Düngeverordnung ziemlich intensiv unterwegs bin. Ich habe für mich in Anspruch genommen, mich im Düngejahr 2022, obwohl ich zu 100% im roten Gebiet bin, einfach an die gute fachliche Praxis zu halten. Ich habe die -20% nicht umgesetzt. Und ich bin auch noch weitergegangen und ich habe das selber bei Emmy gemeldet. Die Kammer hat sich bis heute nicht getraut, mir den CC-Verstoß damit reinzuwirken. Also so viel zu dazu. Da werdet ihr die nächsten Wochen sicherlich noch mehr zu hören. Ah, einmal zu Tibor. Vielen Dank für deine Worte. Bauern und normale Bevölkerung. Nein, wir sind normale Bevölkerung. Wir sind Teil der normalen Bevölkerung dieses Landes. Der Vertreter der Grünen, der eben hier war, ich habe den Namen tatsächlich leider nicht mitbekommen, will. Der Einzige, der Vertreter, den ich nicht persönlich kenne, sprach, er hat mit unzähligen Landwirten gesprochen, er und seine Partei. Wir waren kürzlich im Landtag in Hannover, im Landwirtschaftsministerium. Die Landtagswahl war im Oktober 2022. Da hieß es von seitens der ABL, unser Kollege Ottmar Ehlichmann, den ich persönlich sehr schätze, sagte, die ABL sei am 19. Januar der erste Verband, der eine Einladung ins Ministerium nochmal Frau Krause bekommt. Über ein Jahr nach Amtsantritt. Der erste landwirtschaftliche Verband, der Gehör bei der Ministerin persönlich findet. Ist das das, was die Grünen sich unter Gespräche führen mit unzähligen Landwirten? Für mich nicht. Wenn er denn davon spricht, dass die Schuldenbremse nicht mehr zeitgemäß ist, haben wir denn ein Geldproblem oder haben wir eher ein Ausgabenproblem? Wenn Sie sagen, wir müssen mehr Schulden machen, damit wir unser Land in einen guten Infrastrukturzustand an unsere Kinder und Nachkommen übergeben können und trotzdem mit vollen Händen das Land, unser Geld in die ganze Welt zu verteilen, dann frage ich mich, haben die Grünen das System der Nachhaltigkeit immer noch nicht verstanden? Dann frage ich mal von dem Kartellrecht. Er sprach vom Kartellrecht. Ja, es ist so, dass da sehr viel Monopolstellungen und Bündelung stattfindet. Muss das Kartellrecht dann wirklich dafür geändert oder reformiert werden? Wenn wir uns mal ein paar Jahre zurückblicken an die Übernahme von Kaiser und Tengelmann, da hat das Kartellamt damals gesagt, das möchten wir nicht, das funktioniert so nicht, das würde eine marktbeherrschende Stellung des daraus resultierenden Unternehmens mit sich ziehen. Das war das, was das Kartellamt dazu sagt. Da hat der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gesagt, ist egal, macht man trotzdem. Und seitdem ist das Kartellamt ein zahnloser Tiger. Sie sind da, die Vorschriften gibt es, sie setzt nur einfach keiner um. Und deswegen, liebe Grüne, es gibt die Regeln, bloß wenn sie nicht umgesetzt werden, sind sie wirkungslos. Mir fällt jetzt noch gerade wieder ein, er sprach, Sie haben mit unzähligen Landwirten gesprochen. Vielleicht sind das diejenigen, auf die Sie dann Ihre Entscheidungen gründen. Ich weiß nicht, welchen landwirtschaftlichen Hintergrund die Mitarbeiter des Kühneninstituts haben. Aber wenn der Bundesminister Özdemir die Notwendigkeit einer Reformation oder einer Transformation, wie er es gerne nennt, darauf begründet, dass eine Umfrage unter Greenpeace das ergeben hätte. Wenn ich Greenpeace frage, ob sie gerne mehr Bio haben wollen, ist das Ergebnis klar. Daraus kann ich doch aber nicht die Bundespolitik ausrichten. Oder wenn er sich vom Thünen-Institut beraten lässt. Das Thünen-Institut klingt erstmal total super. Das Thünen-Institut sagt ernsthaft, dass Äpfel aus Neuseeland einen kleineren CO2-Fußabdruck haben als die hier um die Ecke aus dem alten Land. Sie sagen, die müssen nicht so lange und so kalt gekühlt werden. In Neuseeland wird auch nur einmal im Jahr Apfel geerntet. Die werden genauso runtergekühlt wie hier bei uns und zusätzlich sind sie nur 28 Tage auf dem Schwerölfrachter hierher. Und das soll klimafreundlicher sein? Dazu kommt noch die nächste.
Lammfleisch aus Neuseeland ist klimafreundlicher als Lammfleisch von hier. Weil, halt euch fest, das ist kein Scheiß, neuseeländische Schafe fressen Gras und brauchen keinen beheizten Stall. Also ich habe hier noch kein Schaf gesehen, was sich abends den Pullover auszieht und in der warmen Stube erstmal Schnitzel isst. Und dann kommen wir wieder zu dem, was ich eben sagte, wir brauchen Regeln und sie müssen nachvollziehbar sein. Wenn ich dann solch einen Schwachsinn höre und dann erleben muss, wie die Politik an solch einem Schwachsinn ihre Regelung und ihre politische Arbeit ausrichtet, dann fällt mir nichts mehr ein, was wirklich gesendet werden darf. Eine Sache habe ich noch. Ich habe im Zuge des Landtagswahlkampfes von einer Veranstaltung mit Ministerin Staudt sprechen dürfen und habe sie gefragt, was es Arbeiten und Tun zu beschränken. Daraufhin habe ich von ihr die Aussage bekommen, sie möchten den Verbraucher umerziehen, dahin, dass sie mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit konsumieren. Da frage ich mich ernsthaft, woher weiß sie denn, ob der Verbraucher überhaupt umerzogen werden möchte? Richtig! Und macht es dann Sinn, den Verbraucher dahingehend, also selbst wenn dem so wäre, was ich ernsthaft bezweifle, weil wir sehen ja jeden Tag im Laden am Kaufverhalten, dass es nicht so ist. Aber wenn dem so wäre, was macht es dann Sinn, die Erzeugung so derart zu beschränken, aber gleichzeitig zuzulassen, dass Produkte, die diese Regelung, die wir uns ja auferlegen, hier ungehindert reinkommen. Wenn ich ein Auto kaufe, muss es einen Blinker haben, unsere Abgasnorm erfüllen, Bremsen, Anschnallgurt und weiß der Geier. Und dabei ist es völlig egal, ob dieses Auto in Hannover, in Wolfsburg, in Stuttgart oder in China oder Indien produziert wurde. Es geht, man muss es nur wollen. Und diesen Willen erkenne ich beim besten Willen nicht. Muss ich nochmal eben kurz auf meinen Planzettel gucken. Oh, das wäre es von meiner Seite erstmal. Jetzt ist kurz noch einmal wieder. Ja, wir haben hier noch eine Wortmeldung aus dem Volk und wir haben ja gesagt, jeder, wir sind hier demokratisch aufgestellt, kriegt die Gelegenheit, was zu sagen. Bitte kurz vorstellen und dann... Moin! Mein Name ist Michael Thomsen, ich bin kein Landwirt, ich habe kein Parteibuch, ich bin ganz normal angestellt, bekomme mein Geld und am Ende des Monats sollte ich glücklich sein. Das bin ich im Moment nicht. Warum nicht? Die Probleme der Landwirtschaft sind auch unsere Probleme, weil ich will weiter eure gut produzierten Lebensmittel essen. Davon mal ganz abgesehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anhänger der Elektromobilität gewesen wäre, dann hätte ich mir im November ein Auto bestellt und das wäre im März geliefert worden. Und dann sitze ich im Dezember freitags abends in der Tagesschau, vor der Tagesschau, und dann wird mir gesagt, bis morgen Abend 0 Uhr kannst du die Prämie beantragen und danach nicht mehr. Das kann ich aber erst, wenn das Auto zugelassen ist. Und ich habe das in meiner Berechnung mit eingerechnet. Das streichen die mir einfach so. So gehe ich nicht mit Bürgern um. Die nächste Geschichte. Mal ganz davon abgesehen, wenn ich einen Trecker habe, der elektrisch fährt und der fährt 16 Stunden in der Maisernte, der hat einen Anhänger mit Batterien hinten dran, da passt kein Maisanhänger mehr dran. Thema Heizungsgesetz. Das ist ganz toll. Ich finde das nicht schlecht. Neubauten, nur klimafreundliche Heizung ist okay. Hey, ich wohne in Ostfriesland. Ich habe ein Haus, das ist 50 Jahre alt. Wenn ich da eine Wärmepumpe einbaue, da zahle ich mich dumm und dusselig. Und wie soll ich das machen? Also meine Heizung wird definitiv geflickt, bis es nicht mehr zu flicken geht. Und auch das, wir retten das Geldklima nicht, wenn ich keine klimafreundliche Heizung habe. Die alten Häuser müssen einen Bestandsschutz haben. Das geht gar nicht anders. Ich kann nicht 150.000 Euro investieren, damit ich eine Heizung kriege, die der Politik gefällt. Dann noch ein Ding. Schwieriges Thema Bürgergeld. Ganz ehrlich, wer unverschuldet
nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, braucht unsere volle Solidarität und Unterstützung. Der muss weiter vernünftig leben können. Ende. Prima. Aber zu der Wahrheit gehört aber auch, dass derjenige, der nicht arbeiten will, Konsequenzen spüren muss. Und da wird das Bürgergeld mal eben um 12% erhöht. Ich kenne keine Branche, die in den letzten Jahren eine 12%ige Gehaltserhöhung bekommen hat. Der Rentner bekommt 3,5% mehr dieses Jahr. Er hat 45 Jahre gearbeitet. So, und jetzt kommen wir. Die Durchschnittsrente liegt bei 1500 Euro ungefähr. Ein Politiker würde dafür 16 Monate brauchen, um diese Rente zu erwirtschaften, weil er nämlich nach 4 Jahren 4.660 Euro bekommt. So, und unser Rentner, der nach 45 Jahren harter Arbeit aufstocken muss und Pfandflaschen sammeln muss unter Umständen, so können und so dürfen wir mit unseren Rentnern nicht umgehen. Ende. Da müssen wir sparen, haben wir alle gehört. Wir haben Rekordeinnahmen gehabt im Steuerbereich. Rekordeinnahmen. 1 Billion fast, genau, danke. So. Und dann, ich gucke das bei mir zu Hause. Wenn ich am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat über habe, dann habe ich ein Problem. Dann gucke ich auf meine Kontoauszüge und sage, hey, ja gut, also mein Essen, dieser Körper will gepflegt werden, das geht gar nicht, da spare ich nicht dran. Ich habe auch noch so ein paar kleine Tiere zu Hause, da spare ich auch nicht dran. Also alles, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist von irgendwelchen Online-Versandhäusern oder so, das streichen wir dann mal. Fertig. Das machen die Politiker scheinbar auch, aber falsch. Völlig falsch. Denn sie haben vergessen, was das Wichtigste in diesem Land ist. Das Wichtigste in diesem Land sind wir und niemand anders. Und dann ist es erstmal so, dass ich gucke, dass ich nicht irgendwo Geld hinverteile und mir das bei meinen Bürgern wiederhole. Wo kommen wir denn da hin? Ich kann ja auch nicht zum Nachbarn gehen und sagen, ich habe mein Geld auf, jetzt musst du mir was bezahlen. Das ist alles maßlos und ein falsches Signal. Aber was will ich denn? Will ich denn eine neue Regierung? Muss die Ampel weg? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass alle Politiker im Moment den Kontakt zu den Bürgern verloren haben. Ein Bundeskanzler, der den Benzinpreis nicht kennt. Eine Parteivorsitzende der Grünen, die nicht weiß, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Gut, der Kanzler tankt nicht selber, die Parteivorsitzende kriegt keine Rente, also könnte man sagen, okay, aber das sind unsere Sorgen. Und unsere Sorgen müssen die Politiker einfach mal kennen. Und wenn sie endlich wieder vernünftige Politik machen, dann braucht sich keiner über irgendwelche Fehlfarben im Bundestag oder sowas aufregen. Denn niemand ist hier wirklich rechts, sondern das Erstarken nicht gewollter Parteien, nenne ich das mal, ist einzig und allein Schuld der aktuellen Politik. Genau, danke. Da sind nicht wir dran schuld. Ja, ein Satz noch zu unseren Vertretern im Bundestag, im Landtag und in der Kommunalpolitik. Auf vielen Demos bin ich schon gewesen und immer höre ich, ja, wir kennen die Probleme, wir packen sie an, wir kümmern uns jetzt. Verdammte Axt, kümmert euch mal vorher, dafür seid ihr gewählt. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern kümmert euch gleich um unsere Sorgen und sprecht mit uns und dann wisst ihr auch, wofür ihr euch einsetzen sollt. Dankeschön. Ja, danke für den Wortbeitrag. Wir haben ja vorhin gesehen, es waren auch sehr viele, die die Hand hochgehalten haben, weil wir sind nicht Landwirte. Die Polizei wird jetzt zunehmend unruhiger, weil wir sind eine knappe halbe Stunde über die Zeit. Also ich denke mir, es ist klar geworden, worum es geht. Eigentlich kann man das in ein paar Worte zusammenfassen. Schluss mit Ideologie, Rückkehr zu verantwortlicher, zu Ende gedachter Politik. Das ist unsere Aufforderung, unsere aller Aufforderung. Und damit, weiß nicht, will von euch noch jemand? Nein. Ja? Ich will keiner mehr. Ein Satz, Schluss. Ein Satz, sonst kriegen wir euch Ärger. Ja! Hallo Leute, ich bin hier für alle und wir sind ja in Niedersachsen. Das ist auf unserer Fahne für die Pferdeleute. Wir sterben alle mit, wenn der Bauer stirbt. Dann gibt es keine Reittherapie mehr. Und es ist nicht nur ein Sport für Reiche, es sei denn, man heißt Lindner.
sondern ich kenne ganz viele, die sich das wirklich vom Mund absparen. Und mir ist es lieber, meine Kinder und Enkel gehen auf den Hof zum Pferd, als sie sitzen vor der Playstation. Ja? Denn der Umgang mit Tier, der schult unsere Kinder mehr als der Rennsport vor dem Computer. Und unsere Politik hat aufgehört, demokratisch zu sein, und sie spaltet uns, und wir sollten uns nicht spalten lassen. Denn am Ende ist es egal, wo wir stehen, wir müssen alle essen. Und wenn ich dann höre, dass unser Verteidigungsminister uns Krieg androht und die Bauern nachher nichts mehr produzieren, dann kommt nicht der Holländer oder der Franzose oder wie sie alle da sind und sagt, wir versorgen euch mit. Dann haben wir keinen Bauern mehr, der uns versorgt. Und deswegen, wer jetzt nicht für den Bauern auf die Straße geht, der hat den letzten Schuss nicht gehört. In dem Sinne, schönen Tag euch. Danke. Bernd, Bernd macht das Schlusswort und die Verabschiedung. Ich glaube, ein Schlusswort brauchen wir nicht, aber ich würde noch einmal wirklich Dankeschön sagen an Werner, Freddy und Marina, dass die diesen Weg mitgegangen sind, Werners Weg. Einmal bitte einen ordentlichen Applaus. Hat Spaß gemacht mit euch und es schwirrt so ein kleiner Termin herum und eine kleine Idee. Es geht wohl Anfang Juni in Brüssel. Und hier sind glaube ich schon mal vier, die da hinfahren. Bis dahin, tschüss!